für mich ist beides okay. Oder ich habe mich mit beidem angefreundet und ich habe beidem Freude auch, weil ich bin lange in dem Sinne Jägerin war, als ich als junge Fahrerin gekommen bin und den Elite-Weltcup das erste Mal gefahren bin, bin ich sicher eher Jägerin gewesen. Und ja, ich meine, kommt immer selber darauf an, wie man es anschaut. Ich glaube auch jetzt bin ich auch als Weltnummer 1 kannst du noch Jägerin sein, weil du jagst ja noch bessere Resultate und du jagst nach dem Sieg. Und ja, ich glaube, da kommt auch darauf an, wie man es selber anschauen will. Und ich fühle mich in dem Sinne nicht als Gejagte, weil ja, ich meine, die anderen machen, was sie machen und ich mache das, was ich mache. Und ich jage für mich nach meinen Zielen und nach einer besseren Form und will mich selber steigern und arbeite an mir selber. Gut, im Moment gibt es sicher viele Rennen, auch, wo ich noch unbedingt gewinnen will, die ich noch nicht gewonnen habe. Da ist sicher etwas, was mich antreibt, aber auch all die Rennen und all das, was man gewinnen kann, irgendwann ist das, schlussendlich ist das nicht das, was einem antreibt. Schlussendlich ist es der Alltag, der einem Freude machen muss. Schlussendlich, wenn man einen Beruf hat, wo man das ganze Jahr lang nur auf die Ferien planen, dann ist es vielleicht nicht ganz der richtige Beruf. Ich meine, logisch freut sich jeder auf die Ferien und logisch sind die Ferien immer cool und das verstehe ich auch absolut. Aber irgendwo muss man am Beruf auch eine Freude verspüren. Und es gibt so viele Berufe auf dieser Welt, man kann ja schon irgendwie das verfolgen, vielleicht wenn man die Möglichkeit hat, wo einem auch Freude macht, wo einen begeistert. Und wenn man einfach in seinem Alltag Begeisterung kann finden, wenn man es schafft, um das Schöne zu sehen am Alltag, ich glaube, das ist es, was es ausmacht. Und das ist auch bei uns als Sportler der springende Punkt. Wenn wir in dem harten Training und in all dem, was wir machen, können Momente erleben, wo wir denken, wow, wenn ich auf einem Berg oben bin und eine wunderbare Aussicht habe, wenn ich einen super Trail runterfahre, wo mir einen Flow gibt, wenn ich irgendeinen Sprung machen kann, den ich vorher nicht geschafft habe, wenn ich irgendeinen Trick schaffe oder einfach so Erlebnis oder wenn ich mit jemandem neu mit rauffahre und nachher einen Kaffee trinken kann und denke, wow, jetzt haben wir das geschafft. Einfach so, ja, auch wenn man etwas einfach in seinem Alltag sieht, wo einem Freude macht, etwas, was man jeden Tag macht, logisch ist es hart, auf den Berg hochzufahren. Und logisch ist man zuerst mal am Leiden. Aber nachher kann man auch wieder die schöne Aussicht geniessen. Und ich glaube, egal was das man schafft, egal wo das man schafft, solange man es schafft, beim Schaffen die Begeisterung zu sehen und einfach ja, an kleinen Sachen Freude haben im Alltag, die Freude am Alltag, ich glaube, da ist es, wo einem antreibt, wo mich als Sportlerin antreibt, aber wo auch jeder andere Mensch antreibt, um das zu machen, was man macht.